Ja, hey Leute, Mr. Semtex hier und herzlich willkommen zu Naughty Bear Part Nummer 8, die X-Bären. Die X-Bären sind eine Truppe von Superhelden, die auf die Insel kommen. Und dazu kommen wir gleich. Jetzt erst einmal eben schnell, warum ist Naughty Bear in 8 Parts denn fertig? Semtex, bist du mal Halluke? Ich sehe doch, hier sind noch viel mehr Level. Zur Erklärung, es sind keine eigenen extra Level als solche, wie man es jetzt kennen würde. Es ist als Beispiel immer noch die Episode 1, also die Party, wo ich rumlaufe und die Party störe und den Leuten ihren eigenen Kuchen ins Gesicht drücke, weil sie mich nicht auf ihre Party eingeladen haben. Es ist einfach nur jeweils mit einer kleinen Schwierigkeit belastet, zum Beispiel in diesem Falle, dass alle wahnsinnig werden müssen, dass sie sich selber umbringen oder hier, dass ich halt alle töten muss und nicht nur eben schnell die Zielperson ausschalte. Das sind aber alles, es ist halt immer wieder das gleiche Level, die gleichen Gegner, der gleiche Aufbau, alles wieder dasselbe, so wie hier zum Beispiel nur, dass ich es in einer bestimmten Zeit machen muss. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden, euch das zu zeigen. Ich habe diese Level jetzt gemacht, weil ich jetzt zum Beispiel so und so viele Silberpokale und blablabla brauche, um spätere Level, wie jetzt zum Beispiel jetzt hier Level 7 oder so, freizuschalten. Deswegen habe ich sie gemacht. Ich möchte sie euch aber ungern zeigen, weil es halt immer wieder das gleiche ist und es ist einfach arschlangweilig, sich fünfmal das gleiche Level anzugucken und das dann 8-mal. Das stelle ich mir ziemlich nervig vor. Und es ist auch nicht groß was Besonderes, wenn ich zum Beispiel jetzt in einem bestimmten Tempo da durchlaufe, bleibt es trotzdem dasselbe, nur ich mache es schneller. Das macht es irgendwie dann nicht anders und deswegen habe ich mich dagegen entschieden, das zu zeigen. Ihr könnt jetzt aber entscheiden in dieser Folge, ob ihr es doch sehen möchtet, dann sagt aber nicht, ich habe euch nicht gewarnt, dass es langweilig wird. Oder ob ihr schon mal den nächsten Teil Naughty Bear Teil 2, Panic in Paradise, sehen möchtet. Der neuere Part von Naughty Bear, wieder mit ganz neuen Leveln und ganz neuen Missionen. Oder ob ihr sagt, ey du, Naughty Bear ist nicht so unser Ding, haben wir überhaupt keinen Turn drauf. Mach lieber ein anderes Let's Play, pack ein Crysis 3 aus oder ein Sniper, Ghost Warrior oder was auch immer. Dann schreibt das rein, dass ihr Bock auf ein anderes Let's Play habt. Ihr habt jetzt die Entscheidung, ich gucke mir dann 2-3 Tage, nachdem das Video online war, gucke ich mir mal die Kommentare durch und dann weiß ich, was es als nächstes gibt und das mache ich dann für euch auch natürlich gerne fertig. Aber kommen wir jetzt mal zu Episode Nummer 8, die X-Bären. Wir wollen nämlich auch mal weitergehen. Natürlich wieder im Outfit von Captain Coronis. Und dann stürzen wir uns mal ins Abenteuer. Ich trinke mal eben während des Ladebildschirms einen Schluck. Ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Nur so Stimmbänder müssen ja auch geölt sein, ne? So. Mal auf dem Sofa nochmal richtig hinrekeln, dass man hier auch bequem spielen kann. Ihr müsst nämlich wissen, die Mrs. Semtex liegt hier mit auf dem Sofa. Aber es geht weiter. Ich finde den Schnurrbart. Moinsen, Erzähler. Mann, oh Mann, da scheint ja jemand irgendwo eine Menge Spaß zu haben. Ich hab gute Laune. Siehst du aus, als würdest du dich auf etwas vorbereiten. Eine Einladungskarte. Eine Kuchenverkostung. Wie toll. Ja. Du bist doch ganz verrückt nach Kuchen. Ja. Kuchen ist für dich das Allergrößte. Ich freue mich. Wie ich mich freue, dass die anderen dich endlich einladen. Ja, ich mich auch. Ist das geil. Geh ruhig zu ihnen. Biete ihnen deine Freundschaft an. Sie werden bestimmt nicht nein. Ne, machen die auch nicht. Weil ich bin nämlich ein ganz lieber ich Teddy. Ich bin ja so stolz auf dich, Naughty Bear. Endlich wird die Insel wieder zu dem Paradies, das sie sein sollte. Wenn alle Bären in Harmonie zusammenleben, kann der Einbär diesen Ort noch schöner machen. Ist das cool. Wie herrlich wird es hier sein. Ich freue mich. Willst du mein Freund sein? Nein! Bams! Deine Falle! Der Kuchen und die Party waren nur ein Köder. Was machen diese Superhelden? Oh, die sind gemein. Das sind die X-Bären. Diese hinterhältigen, gemeinen Bären haben die beste Superbärengruppe aller Zeiten zur Hilfe gerufen. Und sieh nur, das ist der mächtige Danger-Bär, der Anführer der X-Bären. Schnell, Naughty, renn weg, solange sie alle abgelenkt sind. Boah. Das ist gemein. Diesmal sind sie wirklich zu weit. Oh ja. Du solltest diesen Wachtmeister Gordon wirklich mal eine Lektion. Das werde ich auch. Und wie? So, meine Freunde. Jetzt gehen wir mal ein paar Superhelden auslöschen. Was willst du? Superhelden. Bockel, Alter. Schwuler Superheld, du. Und tschüss! G
Captain Supergeil. So geht man nicht mit einem Naughty Bear um, Alter. Was haben wir hier für Waffen? Der große Hammer. Super stark, aber mir zu unhandlich. So. Muss noch irgendwo eine Lampe sein. Da. Fantastische Combo. Geilste Combo ever, mein Freund. Ich höre doch hier ein Ribbick. Ribbick. Wo ist Ribbick? Ribbick. Ribbick. Black. So. Ja, hier geht's gar nicht rein. Da komme ich später wahrscheinlich rein. Hier geht's raus. So. Reißen wir mal ein paar Superhelden-Ärsche auf hier, ne? Mal gucken, wie wir so. Vielleicht gibt's auch einen Captain. Hier so ein Xavier im Rollstuhl oder so. Das wäre auch cool. Es ist gemein. Zeit. Ja, sind wir mal ein bisschen fies zu scheiß Superhelden. Fick deine Lampe. Fick dein Gesicht. Atombär ist misstrauisch. Was für eine Überraschung, Atombär. Oh, du bleibst stehen, mein Freund. Du bleibst hier. Oh, da will einer ins Auto. Da will einer weg. Aber nicht mit Naughty. Oh, was haben wir hier? Ein Superhelden? Nee, es ist ein Roboterhandschuh. Das ist jetzt eine extra Superheldenwaffe. Ich würde meinen Brecheisen nehmen. Komm her, verrecke, verrecke! Scheiße, Mann, was halten die aus, ey? So, da hab ich dich. Da hab ich dich. Hast du mal eine etwas andere? Oh, du hast eine Alien-Knarre in der Hand. Du hast eine Alien-Knarre in der Hand. Willst du wegfliegen? Hält der Haken nicht fest? Scheiße, wa? Und tschüss! Wolverine. Ah, da habe ich die Superheldenwaffe. Da habe ich die Waffe der Superhelden. So, ein dicker, fetter Hammer hier. Oh, oh, oh. Schnell noch zum Boot, schnell noch zum Boot. Du kommst mir hier nicht weg. Ja, mein Freund. Ja, das hast du so gedacht, ne? Oh, hier ist meine Axt. Aber nein, ich habe noch keinen mit dem Hammer getötet. Habt ihr ein Glück, dass ich meine Axt jetzt liegen lasse, ne? Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen. Und weg. Okay, alles klar. Wir bleiben beim Hammer. Wir bleiben bei dem Hammer. Aber ich kann jetzt hier die Brücke überqueren und zum nächsten Bereich der Mission weitergehen. Oder ich hole mir hier noch ein paar Superhelden. Snack ich noch ein bisschen weg. Yam, 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 yam. Lecker Hammer hier. Bam! Guck mal, ich bin DJ, Junge. Alter. Nämlich Cascada, mein Freund. Komm her, Captain. Grillen wir sogar Superhelden. Scheiß Lampen. Ja, wen hast du da gerufen? Deine scheiß Helden helfen mir nicht mehr, ne? Oh. Und grillen. So, dann gehen wir mal weiter auf die nächste Insel. Ich finde den Superheldenhammer übrigens ziemlich geil. Wie die Leute weggrillt, das macht Spaß. So, wo seid ihr, meine lieben Freunde?
Wer hat noch nicht, wie er will nochmal? Jetzt muss das Auto kaputt machen. Zacki, zacki hier. So, ich bin mittlerweile schon so vollgestopft mit Kuchen. So, die Lampe kaputt. Bam, 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 bam. Powerbear ist misstrauisch. Ja, würde ich wäre auch misstrauisch, wenn mir jemand so einen fetten Hammer in den Hinterkopf schlagen würde. Alter, verarschst du mich hier? Bleibst du mal stehen, junger Mann. Dankeschön. Und Zerstörbär ist misstrauisch. Geiler Name übrigens. Powerbär. Jetzt fehlt nur noch Himbeere und Bärbel. Und Hubschraubbär. Hubschraubbär. So, ja. Yeah. Ja, verbarrikadier dich ruhig. Das juckt mich alles nicht. Bam! Alter, hat der gesessen, der Hammerschlag. Und Zerstörbär ruft um Hilfe. Maga, ich verstehe dich nicht. Wen willst du denn rufen? Wen willst du rufen? Ihr seid doch schon hier die Superhelden, Alter. Wir sollen doch kommen. Wollt ihr Polizisten herholen? Hier. Guten Appetit, Junge. Schmeckt ein bisschen nach Thunfisch. So. Ich klaue mal deine Axt, ne? Die finde ich ganz schick. Oh, hast du dich verbarrikadiert? Mein Freund. Ah, shit, da kommt einer mit dem Boot. Egal, es war nicht kein, es war kein Hauptziel oder so. Soll er doch wegkommen. Ja, und zack, 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 hoi, hoi. Jetzt kommen Polizisten, um Superhelden zu unterstützen. Oh, wie süß. Zwei Ninjas und ein Superheld. Hallo? Und denn? Augenheldengenick bricht. Je mehr Hilfe kommt, umso mehr Punkte für mich heißt das. Was haben wir hier? Brecheisen. Ja, nehmen wir das mal wieder mit. Das Brecheisen hat immer Spaß gemacht und gute Dienste geleistet. Da. Hab dich gar nicht gesehen, Junge. Jetzt fast überlebt. Alter, seid ihr schnell. So, komm her. Bams und in den Nacken. So. Meine lieben Freunde. Jetzt hat Naughty die richtige Stimmung hier. Jetzt hab ich Spaß. Die Ampel blinkt. Ich bin auf dem Weg. So, komm her. Ja, komm. Renn doch nicht weg, mein Freund. Renn doch nicht weg. Ich dachte, du bist hier die Hilfe. Ich dachte, du bist hier die Unterstützung. Soll sie die Verstärkung sein, oder nicht? Oh, wie schnuffig, ey. Komm. Wo seid ihr denn? Habt ihr Angst? Na komm, komm. Die Superhelden verstecken sich und die Polizisten prügeln sich mit mir. Ist das cool. So, der ist schon mal weg vom Fenster. Jetzt mal Kuchen essen. Bams, mein Freund. Mit euren scheiß Pistolen, ey. Alter. Ihr seid voll die Cheater mit euren Knarren, ey.
Hey, Kotelett, wie geht's? Und dir, Superbär? Hat schon Spaß gehabt, oder was? Oh, du bist auch tot. Oh, da versteckt er sich. Oh, da versteckt er sich. Komm her. Guten Morgen. Totale Entblüschung. So, hier ist nochmal ein Stück Kuchen. Njam, 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 njam. Irgendwo muss ich noch so eine Ampel. Also wenn ich schon 5 von 6 kaputten Lampen habe, dann will ich die 6. auch noch kaputt hauen. Also da bin ich pingelig. Das muss ich ja zugeben. Nur wo ist die blöde Lampe? Schalalampe. Wo steckst du? Wie sie immer tun, als ob wenn ich diese Statue kaputt haue. Wo ist denn diese scheiß Lampe hier? Da! So, dann gehen wir mal auf die nächste Insel rüber. Ja, es ist Gemeinsamkeit! Oh, Bubble muss bestraft werden, okay. Nur der Cheater sorgen, der gerade am Schießen ist. So, jetzt kommen wir mit meiner Axt nochmal zum Schluss nochmal auf, ne? Ja, buh, komm her. Und tschüss! Du bist auch mal ein Gym. Wachmeister Gordon wurde getötet. Hauptsache wurde getötet. Haben sich irgendwie untereinander angeschossen oder so, ist ja geil. Da haben sich gegenseitig totgeschlagen. Wie mit den Zombies damals und den Soldaten. Geiles Ding. Ja, komm her, komm her, komm her. Und tschüss! Ah, Superman? Kryptonit-Axt oder was? Aua! So, hier war doch gerade noch jemand. Komm, wir spielen eine Runde. Nee, lass du mich aus. Hast du mich ausgelacht, Alter? Hast du mich ausgelacht, du Stück Scheiße? Du kommst nicht vorbei. Na gut, vielleicht doch. Ah, das muss doch wehtun. Da muss doch wehtun. Und tschüss. Hier rum. Schalke einfach die Pistole, okay. Oh, komm, ich lasse ihn nochmal umbringen. Das
So, die Lampe kaputt. Vorspringen rum. Unermessliches Opfer! Guten Morgen! Krankmor! Totale Entflüchung! So. Dann ist hier mal aufgeräumt, würde ich sagen. Morty Bär kann nach Hause gehen. Da 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 da! So, mal gucken. Ich bin auf die Abschlusssequenz mal gespannt hier. Ja, hinterhältig und gemein. Da ich noch einen Levelaufstieg. Sehr schön. Der täuschende Mungo. So, kommt keine Abschlusssequenz? Kein. Oh, wie cool. Hier. Du bist der Geilste und klar und gut, der Hut ist ein DLC. Also, meine lieben Freunde, das war Naughty Bear. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie mir. Mir hat es tierischen Bock gemacht, dieses Spiel zu spielen. Es ist einfach arschmäßig geil. Ich würde sagen, ihr schreibt in die Kommentare drunter, was ihr dann als nächstes möchtet. Ich verabschiede mich von euch an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen, auch wenn es nicht sehr viele Parts waren. Bis denn, euer Mr. Zentex.